Ach, Minecraft. Unendliche Möglichkeiten. Unendliche Mods. Und fucking nochmal Kack-Modpacks. Mal im Ernst, kann mir mal jemand erklären, wieso das nicht funktioniert? Wenn Modpacks bei mir mal nicht funktioniert haben, wie immer eigentlich. Dann gab es wenigstens einen Absturzbericht. Ein unerwartetes Problem ist aufgetreten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Unannehmlichkeiten am Arsch. Ich habe 4 Stunden an der Audio für ein Video gearbeitet. Ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass das Spiel nicht startet. Ich will doch nur Videos machen. Meine armen Zuschauer müssen jetzt nur wegen Minecraft leiden. Okay, das ist eigentlich nur eine Ausrede. Ich bin einfach zu faul. Kann mir mal jemand den Sinn von Upload-Plänen verraten? Also, ich werde wahrscheinlich jeden Mittwoch eine Folge veröffentlichen. Falls ich dann doch mal so am Sonntag oder so dann noch eine Folge veröffentliche, dann wird trotzdem nächsten Mittwoch noch eine Folge kommen. Das verspreche ich euch. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, die Welt zu reparieren und einen neuen Synchronsprecher zu organisieren. Paul, bitte meld dich bei mir. Ich würde jetzt echt gerne mal ein Modpack spielen, das nicht die ganze Zeit abstürzt. Kennt ihr irgendwelche guten Modpacks mit vielen Quests? Wenn ja, dann schreibt's mal unten in die sogenannte Kommentare-Sektion. Aber am besten keine Modpacks, bei denen Technik im Mittelpunkt steht. Forever Stranded. Technik. Terraformer Punk. Technik. Sky Factory. Technik. Ceftech Ages. Naja, selbsterklärend. Die Minecraft-Community scheint auf Technik zu stehen. Vielleicht entgeht mir aber... Nein, definitiv nicht! Alle Modpacks, die ich bisher gesehen habe, sind entweder voller Technik, sind viel zu groß für meinen PC oder haben nur 2000 Downloads und machen mich daher skeptisch. Vielleicht bin ich mit falschen Launcher unterwegs, vielleicht gibt es keine guten Modpacks, vielleicht bin ich aber auch einfach nur dumm. Aber ich finde es kacke, nichts zum Let's Playen zu haben. Minecraft Jurassic? Nein. Der Landwirtschaftssimulator? Nein. Minecraft Noctem? Nein, nein und nochmal nein. All die coolen anderen Spiele, die ich habe, sind von EA und können daher nicht ohne vertragliche Erlaubnis gestreamt werden. Ich will ja auf Cartoon-Videos umsteigen, aber so ein Grafiktablet kostet auch sein Geld. Und ich verdiene mit YouTube kein Geld. Das ist ein widerlicher Teufelskreis, ist das. Wenig Geld, schlechte Videos, gleich kein Wachstum, den man für Geld braucht. Werden Sie jetzt Pate unter www.trotzmeinerempfindlichenzähne.de mit nur 4,76 Euro im Monat. Was ich damit sagen will ist... Ich bin komplett vom Thema abgeschweift, das Video geht um Modpacks. Aber mal Retalk. Mögt ihr diese Art von Videos? Zukünftig natürlich mit Cartoon-Figuren im Hintergrund und nicht mit dieser Kacke. Ich weiß überhaupt nicht, was ich einblenden werde. Es muss ich irgendwas Schlechtes einblenden. Scheiße. Was mir aufgefallen ist, ich habe ein paar Leute entdeckt, die viele meiner Videos schauen, aber selber keine haben und mir selbst unbekannt sind. Meine ersten Fans. Gleich 2 davon. Wie cool, Alter. Bis das ein paar mehr sind, wird es aber wohl noch eine Weile brauchen. Es gibt Leute, die sich einfach nur 20 Minuten vor die Kamera setzen und das Uncut hochladen. Die haben damit Millionen von Abonnenten. Vielleicht sollte ich sowas ja auch machen. Nee, lieber nicht. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder sogar ein Abo freuen. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt einfach einen Dislike und lasst konstruktive Kritik da. Ich will nicht in den Kommentaren sehen, dass jemand das Video mit seinen Ausscheidungen vergleichen könnte, aber dafür keinen Grund nennt, was mich dann stundenlang philosophieren lässt. Also nicht sowas wie, aus wessen Verdauungstrakt kam denn dieses Video? Etwa dem von ApoRed? Oder, das ist mein Babys zweites Kind. You know what I mean.